Hallo, ich bin's Lukas. Heute sprechen wir über Tapeten. Genauer gesagt, was ihr vor der Verarbeitung alles beachten müsst. Wenn ihr demnächst nochmal die Aufgabe bekommt, eine Wand zu tapezieren, gibt es vor der Tapezierung einiges zu beachten. Zum einen müsst ihr die Anfertigungs- und Artikelnummer überprüfen. Ihr müsst die Tapete auf Farbton und Struktur überprüfen und auf die sogenannte Seitengleichheit. Was wir genau prüfen müssen, schauen wir uns jetzt mal genau an. Wir fangen mit der Anfertigungsnummer an. Als erstes müssen wir schauen, ob überall die gleiche Artikelnummer drauf ist, dass wir das gleiche Design bekommen haben. Als nächstes ist es ganz wichtig, die Anfertigungsnummer zu vergleichen. Hier haben wir jetzt eine Rolle mit der Nummer 47, dann vier Rollen mit der 49. Diese müssen wir letztendlich immer auf einer Wand verarbeiten. Die 47 legen wir an die Seite und müssen die separat verarbeiten. Wenn wir das überprüft haben, können wir die Tapetenrollen auspacken und mit der Verarbeitung beginnen. Ganz wichtig, den Tapeteneinleger nicht wegschmeißen. Falls es noch zu irgendeiner Beanstandung kommt, brauchen wir den nachher noch. Ich habe die Rollen jetzt soweit ausgepackt, die Einleger beiseite gelegt und die einzelnen Tapetenbahnen ca. einen Meter ausgerollt und überlappend übereinander gelegt wie ein Fächer. Daher der Name auch die Fächerprobe. Und jetzt kann man an sich Farbton und Struktur direkt vergleichen. Wie man hier sieht, der Goldfarbton oder auch die weiße Struktur ist überall gleich. Also hierbei ist alles in Ordnung und ich kann im Grunde zur nächsten Prüfung übergehen. Ich habe jetzt hier zwei Rollen Tapete ausgewählt, die ca. 1,50 Meter ausgerollt und auf Stoß voreinander gelegt. Somit kann ich die Seitengleichheit genau überprüfen. Ich schaue mir jetzt das Muster an, ob das ineinander übergeht, ob die Struktur gleich ist, ob da Höhenunterschiede zu sehen sind. Wenn jetzt so wie hier alles in Ordnung ist, kann ich mit der Tapezierung beginnen. Wenn ihr die Seitengleichheit noch genauer überprüfen wollt, macht das innerhalb einer Bahn. Hierzu schneidet ca. 1 Meter von der Tapetenrolle ab und legt diese in der Mitte zusammen. Und somit könnt ihr auf die gleichen Kriterien überprüfen, wie auch eben bei der Prüfung, habt das aber halt noch genauer innerhalb einer Bahn. Hierzu aber mitbedenken, ich habe natürlich etwas mehr Verschnitt bei der Tapete. Wenn ihr die drei Punkte überprüft habt, könnt ihr mit der Tapezierung starten. Das war unser Praxistipp für heute. Bis zum nächsten Mal.